Grüß dich, Gott. Mal wieder zum Thema Spiritualität. Was ist Gott? Was ist Bewusstsein? Wer bin ich? Das endlose Selbstbefragungsspiel. Und in diesem Spiel kann die Akzeptanz auftauchen, zu sehen, dass ich niemals mehr als ein Konzept haben kann zu diesem Thema. Oder wen auch immer ich befrage, welcher Meister oder was auch immer mir auf dieser Suche begegnet, kann niemals mehr als ein Konzept haben, das darauf hinweisen will, soll, auf das, was vor den Konzepten ist. Weil Bewusstsein ist auch schon ein Konzept. Gott ist auch ein Konzept. Ich ist auch ein Konzept. Spiritualität ist auch ein Konzept. Gibt es was, was Spiritualität ist und was nicht Spiritualität ist? Dann gibt es die Materialität als Konzept. Okay, es gibt unendlich viele Konzepte. Du kannst dich da unendlich drin forschen, wirst wahrscheinlich nie zu einem Ende finden. Aber das, was meistens übersehen wird, oder was nicht gesehen werden kann sogar, ist das, was vor den Konzepten ist. Was nicht beschrieben werden kann durch ein Konzept. Das ist doch ein Wunder. Jenseits von Konzepten. Das zu sein, was vor und sein und nicht sein ist. Um das zu sein, brauchst du nichts tun, nichts verstehen, nichts zu unterlassen. Keine Anstrengung notwendig, indem alle Anstrengungen und Leichtigkeiten auftauchen. Das, was spricht und das, was hört, ist dasselbe. Schön. Ist das nicht schön? Das ist schön.